Hi, willkommen zu einem Let's Play von Titan Quest, die Anniversary Edition bei Steam. Ich habe mir schon, ich spiele, oder ich kenne Titan Quest schon seit, boah, lass mich lügen, seit 16 Jahren. Ja, richtig. Das kam vor 16 Jahren, 15 Jahren ungefähr kam es raus. Und habe das damals mit Kumpels gezockt, so wie es da halt damals noch war mit der CD, die man sich gekauft hat, also der DVD-ROM. Und ja, seit einer längeren Zeit gibt es ja schon als Anniversary Edition bei Steam. Und ich habe da auch letztes Jahr mit einem Kumpel, ich glaube, 60, 70 Stunden gezockt. Einfach mal wieder, um reinzukommen. Zum Glück hatte ich damals mir meine Charaktere noch aufgehoben. Die habe ich auch heute noch. Was man hier gleich sehen kann. Moment, und zwar, wer war mein damaliger Charakter? Der hier. Und der ebenso. So, und da ich ja sowieso diese Hack and Slay Spiele sehr gerne spiele. Okay, das ist mein anderer Char von damals, den ich dann irgendwann nochmal gespielt hatte. Ja, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das mal. Aber mal Einzelspieler, weil wir spielen ja auch auf Einzelspieler. Moment, das war der falsche. Der ist noch nicht mal auf Legendär, weil die Story noch fehlt. Joa. Zeige ich euch das Ganze mal. Ich meine, viele werden es vielleicht kennen, aber es ist eins der wenigen Spiele, was so in meinen Augen ein bisschen Konkurrenz ist für Diablo. Joa, also fangen wir mal an. Wie habe ich denn bitte gespielt? Hab ich da Lack gesoffen? Ich weiß es nicht. So, finde ich noch Fähigkeiten. Nö. Finden sie nicht. Was zum Beispiel auch was Neues ist, ist verspotten. Es geht aber nur. Es hat einen Cooldown. Glaube, ich habe hier komplett auf dem Begleiter gespielt. Ja. Und zwar. Grundsätzlich fängt man bei einem Charakter an mit zwei unter. Also erstmal mit einer Klasse, die man dann festlegt, sobald man das Level up hat. Da gibt es dann eine Auswahl aus mehreren Klassen. Das kann ich euch dann gleich mal zeigen. Danach stelle ich mir schnell einen Char und zeige euch, wie ich das meine. Und das kann man dann kombinieren mit einer zweiten Klasse. Und je nachdem, was man miteinander kombiniert, das sind, glaube ich, von den Möglichkeiten. Ich meine, man kann alles kombinieren. Da gibt es aber genug Titan Quest Fanseiten, wo man sich danach belesen kann. Und ja, auf jeden Fall, je nachdem, was man kombiniert, um so einen anderen Titel bekommt man. Mein Charakter hier war ja jetzt. Na, wo ist es denn? Hier. Hexenmeister. So. Und zwar. Bekommt man pro Level up, ich glaube, zwei oder drei. Zwei, ich meine drei Punkte. Sehen wir ja gleich. Und dementsprechend kann man sich hier unterschiedliche Klassenkombinationen herstellen. Der ist hier ist ja ein Hexenmeister, da steht jetzt nichts dabei, aus welchem Grund auch immer. Ein göttlicher Attentäter, Bandit, Templer. So, weil ich ja gesagt habe, ich erstelle mir mal einen. Hier so. Männlich. Der Forker. Dass du erschaffst den Helden, der in Bezug auf Stufen Reichtum für die Abenteuer im Norden bereit ist. Ach so, ja, da überspringt man dann quasi das Anfangsgebiet, weil das ist ja dann nicht dieses Atlantis, das ist dann, glaube ich, ein anderes DLC. Da überspringt man dann quasi die vorherigen Teile. Können wir mal machen, dann sehen wir vielleicht die Klassen. Ich habe es so wohlgemerkt noch nicht erstellt. Deswegen testen wir es einfach mal. Springen mal direkt rein. So, ich glaube, der sollte dann auf was für ein Level ist der denn an 40? Ajo. So, und zwar hier hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Und ja, auf jeden Fall kann man hier unterschiedlich kombinieren. Das hier kommt dazu, wenn man dieses Wikinger-Addon, Ragnarök, das war das Addon, sich dazu holt.
Und ansonsten die Standardklassen, die man hat jetzt, also mit der Anniversary Edition ist Immortal Throne, was früher ein separates DLC war, ist hier zum Beispiel Träume direkt mit inbegriffen. Ansonsten bei dem ganz normalen Titan Quest hatte man Sturm, Erde, Kriegsführung, Geist, Gaunerei, Jagd, Natur und Verteidigung. So, und wenn ich mir jetzt mal, wie hatte ich denn den damals? Ich glaube, ich hatte hier einmal Kriegsführung und einmal Träume. Und da gibt es hier irgendwo den Phantomschlag, oder? Wo ist der denn? Da ist er. Der ist nämlich richtig cool. Dann machen wir hier was. Das ist das nicht mit. Gibt's auch irgendwas, dass man zwei Waffen benutzen darf? So, dann setzen wir das hier hoch. Da brauchen wir auf jeden Fall das Teil hier noch. So genau wie ich den jetzt zu spielen hätte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Bauch heraus. Deswegen machen wir hier mal den Phantomschlag hin. Ausrüstung haben wir ja keine. Ja. So. Gucken wir mal. Ja, was sind wir jetzt? Wir sind ein Vorbote. Das hatte ich damals auch. So, gucken wir mal, dass wir irgendwo in ein Gebiet kommen. Ist hier nicht sogar ein Portal oder bin ich da verkehrt? Doch, das ist ein Portal. Komm mal her da. Der. Echt jetzt? Der Norden und die anderen fehlen? Hier finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber. Junger Krieger. Ja. Gucken wir mal, wie kommen wir denn? Wieso ist denn hier? Wieso geht denn hier eigentlich keiner? Was ist das denn bitte? Da hat sich ja scheinbar alles geändert. Kartenfenster. M, wer benutzt denn bitte M-Tabulator, hallo? So, jetzt. So, gucken wir mal, wie wir jetzt zu einem oder an einen Gegner kommen. Da dürfen wir noch nicht hin. Toll ausschalten. Naja, Waffenwechsel mit W. Ja, man kann ja auch eine Zweitbewaffnung haben. Jetzt will ich noch mal gucken, dass ich euch das mal Sei zeigen gegrüßt, kann, wie ich Bürger. das meine. Probier mal meine Wundert mich, getrocknete dass im Weintrauben. Übergabebereich nichts drin ist, aber gut. Hatte ich auf dem Rechner und jetzt auf dem Gaming-Laptop. Ah ja, da sind wir richtig, weil sobald wir irgendwo hinkommen, wo zwei so Teile hier sind, diese Pylonen, wie man es auch immer nennen will, und da es feiern geht, weiß man automatisch, da müssen wir hin. So, waren wir hier ein Gegner, da ist noch eine Quest, die nehmen wir einfach mal fix an. Sei gegrüßt, hey. Okay, hier durch dürfen wir nicht, aber in die Hülle da unten dürfen wir, oder was? Okay, das war jetzt. Und was hier ein Vorteil ist, man kann die Kamera sehr weit zurücknehmen. Dürfen wir hier nirgends hin. Sei gegrüßt. Dürfen wir jetzt vielleicht hier durch? Ah, ja. Ja, nach Tartarus reisen, genau. So. Ach, das ist dieses Herausforderungsding. Ja, das ist auch was Neues, was es gibt. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich hier raus will, ist, man hat bei dem Spiel sehr viele Möglichkeiten und kann da sehr viel Zeit investieren, weil es so viel zusätzliche Sachen gibt und weil ja damals THQ pleite gegangen ist. Aber dann THQ Nordic quasi das Ganze aufgefasst hat oder aufgefangen hat, kam dann Grim Dawn raus. Grim Dawn sollte ursprünglich Titan Quest 2 sein, wurde dann aber von anderen oder mehreren Publishern quasi produziert, gehostet und so weiter und gesponsert. Und ja, dann haben sie hier jetzt noch ein paar Addons rausgebaut, wie eben das Ragnarök und Atlantis. Und ja, dementsprechend hat man hier wirklich eine riesige Auswahl an Möglichkeiten,
Ich zeige euch das mal anhand von einem Spieler oder einem Charakter, der mal halbwegs brauchbar ausgerüstet ist. Wenn denn. Da. Mein Templar. Ja. Richtig. Episch. Und es gibt auch drei Schwierigkeitsgrade. Also normal, episch, legendär. Und je höher man kommt vom Schwierigkeitsgrad, umso mehr Widerstände sollte man haben, wie in Grimdawn auch. Und natürlich umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch mal was Seltenes, Legendäres zu finden. So, wo ist die Maus? Ich finde sie nicht. Hier ist sie. So, und zwar hier sieht man zum Beispiel, dass es hier diese sind es legendär? Ich weiß nicht, wie man die bezeichnet. Auf jeden Fall, sagen wir mal episch. Dann gibt es auch die Set-Teile dazu, wo man unterschiedliche Effekte bekommt und. Ja. Und dann kann man später hier sich noch Artefakte erstellen. Am Anfang hat man nur hier dieses eine Taschenfach, dann kommt ein zweites dazu. Wenn man weiterkommt in der Geschichte oder in der Story, bekommt ein zweites dazu und am Ende noch ein drittes. Anfangs hat man so ganz einfache Heiltränke, irgendwann ist man bei Edlem, dann kommt glaube ich auch göttliche Heiltränke und Mana-Tränke, die man sehr, sehr oft braucht. Was ich euch da nur ans Herz legen könnte, ist anfangs... Auch wenn es jetzt nicht so, sagen wir mal, wie soll ich es nennen, ehrenvoll ist. Ich hatte bei dem Charakter hier, nee, bei dem nicht, aber bei einem anderen habe ich mir damals, vor 10 Jahren, einen Trainer runtergeladen und habe mir Geld gecheatet, weil irgendwie musste ich ja an Geld kommen, weil es am Anfang echt eine Qual ist, da durchzukommen. Es geht auch ohne, aber da müsst ihr sehr, sehr, sehr vorsichtig spielen. Ja, ich meine, hinkriegen würde ich's. Werde ich wahrscheinlich auch bald machen. Ja, dann gucken wir mal eben. Was haben wir denn da? Ah ja, genau, da kann man sich größer machen. Nachher, das sind alles. Ach ja, genau, da haben wir eine Aura an, da wird der Mana reserviert. Jetzt porte ich doch mal durch ein Land, gehen wir mal nach Athen. So. Naja, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Nehmen wir Helos, von da aus kommen wir leichter durch. Oder beziehungsweise sind wir schneller mal auf einem Feld, dass ich euch mal zeigen kann, wie sich das Ganze im Kampf so in etwa abspielt. Wieso hat der denn eine Quest? Die ist doch schon gemacht. Ah. Dann hier der Phantomstab unsichtbar und zack, werden die Viecher weggehauen. Dann ist da die Angriffsgeschwindigkeit erhöht und so weiter. Also hier hat man echt einen Haufen Möglichkeiten, seinen Charakter zu entwickeln, zu spielen, auszurüsten. Dann gibt es auch noch so ein geheimes hebe ich doch nicht auf. Dann gibt es auch sowas wie so ein geheimes Versteck quasi mit so einer Schildkröte, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, weil das auch über 10 Jahre her. Und ja, also in diesem Sinne, ich kann es euch sehr empfehlen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich, wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr wisst nicht, was ihr zocken sollt. Das Spiel kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Lasst gerne Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn nicht. Schreibt gerne was in die Kommentare und ihr dürft mich gerne umsonst abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya!